Schleichwegen ins Bionikum. Was ist passiert? Sieht ja ganz schön wüst aus. Ja, naja, der Winter ist passiert, ne? Einige Pflanzen halten das nicht aus, wie zum Beispiel die fleischfressenden Pflanzen. Die mögen es wärmer, die sind jetzt im Winterquartier. Oh? Und was ist mit denen? Die halten das wohl aus. Ja, die halten das aus, die kennen die Kälte, die überleben das ganz gut. Die können wir hier lassen. Aber jetzt sind bald die Eisheiligen vorbei und dann können wir hier wieder frisch anpflanzen und dann sieht es wieder super aus. So, hier sind alle Pflanzen und wenn wir Glück haben, erwischen wir die Biene. Jetzt. Witzig. Eine Schatztruhe. Mal gucken, was drin ist. Und was ist das? Guck. Haha, guck mal. Das sind unsere Blumensamen. Die kannst du im Prinzip überall aussehen. Ob das jetzt auf dem Balkon ist, auf der Terrasse, sogar in Baumscheiben in der Stadt, wird schön bunt. Das sind alles heimische Pflanzen, das heißt perfektes Bienenfutter. Cool. Probieren wir es aus. Schnell. Also los, ihr Bienen legt los und holt euch den Nektar. Ja, und daraus entsteht irgendwann Honig. Die Biene fliegt also zurück in ihren Bienenstock, wirkt den Nektar hoch, gibt ihn an die anderen Bienen weiter. Diese machen im Prinzip genau das Gleiche. Also das heißt, sie vermischen es mit ihrem Speichel, schlucken es runter, würgen es wieder hoch. Und das zusammen mit ganz viel Verdunstung führt dazu, dass das irgendwann so dickflüssig ist, dass es in eine Wabe verpackt werden kann. Und jetzt haben wir den Honig. Und das soll schmecken? Ist lecker. Aber wir interessieren uns vor allem für die Konstruktion von den Waben. Wollen wir was bauen zusammen? Ja, auch eine Möglichkeit. Aber da klaffen ja noch voll die Lücken. Die Bienen machen es besser. Probier's nochmal. Perfekt. So wird ein Schuh draus. Ah, da sehen wir, Bienenwaben sparen nicht nur ganz viel an Material für die Verpackung, sondern dieses Sechseckschema ist auch noch super stabil. Und das brauchen wir zum Beispiel, um Sachen zu verpacken und dabei auch Material zu sparen. Naja, was heißt stabil? Ich kann das Ganze einfach umkicken. Jaja, ich weiß schon. Die echten Waben sind ja gar nicht aus Schaumstoff, sondern aus Wachs.